Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum jetzigen GFT Live Trading TV 10:30 Uhr. Wir wollen wieder den Markt betrachten, nachdem es ja in dieser Woche noch keine GFT Live Trading Sendungen gab. Dies hatte leichte technische Hintergründe. Jetzt sind wir aber wieder on air und werden sie täglich ein bis dreimal und gegebenenfalls auch mehr darüber hinaus hier Viva Livestream informieren. Wir wollen heute auf den DAX blicken, nachdem dieser ja zu Wochenbeginn richtig unter die Räder kam. Der gestrige Tagesverlauf, das schauen wir jetzt mal hier im Stundenchart-Intervall an, ist hier eher nüchtern zu sehen. Wir hatten ja hier auch praktisch eine DAX-Analyse am Montag in den Stream gepostet, wo es denn eben darum ging, dass hier temporäre Erholungsmöglichkeiten gegeben sind. Ja, aber das Risiko auf der Südseite ganz klar weiter zu favorisieren ist. Und man sieht auch, der DAX kommt hier nicht so recht in Schwung. Also die Schwäche oder mehr oder weniger die Unsicherheit lastet hier weiter auf dem Index. Und wir sind hier innerhalb dieses strukturellen, und da zoome ich manchmal ein Stück weit raus, strukturellen Abwärtstrendkanals, ja, in der guten Mitte, in der goldenen Mitte gerade gefangen, aber die Tendenzen eben, dass wir hier weiter nach unten rausfallen, will ich mal nicht für ungefähr betrachten. Also es scheint tatsächlich so, als hätten wir hier noch weitere Schwäche vor uns. Der Punkt ist nur, Sie haben es im Stream gesehen, rein nach Fuzzy-Vektorlogik deutet sich heute beim S&P 500 eine starke Bewegung nach oben an. Doch das ist natürlich eine Statistik, die natürlich auch unter technischen Gesichtspunkten interessant scheint, sofern eben hier der Boden um 2065 gehalten werden kann beim S&P 500. Schauen Sie dazu einfach auf die Analyse. Und beim DAX wäre das im Gleichlauf, wir nehmen mal diese Horizontallinie raus, im Gleichlauf dieses Level hier, welches jetzt mal im Stundenchart-Intervall ein Stück weit manifestiere. Wir sind hier nicht per Stunde drunter gelaufen. Und deswegen gerade auch wegen der Impulse der jüngsten Zeit hier tief am Morgen des 29.06. in der 24-Stunden-Indikation, hier tief vom 30.06. 10 Uhr und dann nochmal hier am späten Abend des gestrigen Handelstages oder am frühen Abend besser gesagt 18 Uhr wurde hier das Niveau um 10.940 Punkten ganz klar verteidigt. Und das ist jetzt ein kurzfristiger Unterstützungsbereich, auf den man achten sollte, von dem es ausgehend hier durchaus nochmal einen Auftrieb geben kann. Das ist nicht zu vernachlässigen. Technisch wäre hier ein Erholungsimpuls möglich, der dann allerdings in einem weiteren Abwärtsimpuls enden dürfte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der DAX hier deutlich über 11.400 Punkte rauszieht. Das sehe ich aktuell eher als die geringere Frequenz an. Kommt es hingegen, und im Sinne dessen, dass wir ohnehin weitere Verluste erwarten, zu einem Ausbruch unter 10.940 Punkten, muss man direkt mit einer Fortsetzung der Schwäche rechnen. Und das wäre natürlich dann hier ganz klar der Weg gen Süden. Und da würde auch sozusagen es keine Änderung geben, im Sinne dessen, dass hier die Prognose, die Tendenz eben hier weiter negativ ausgerichtet bleibt. Der DAX selber, den schauen wir uns jetzt nochmal kurz auf Tagesbasis an. Hier nochmal kurz eine Saisonalitätsindikation bis zum 2. Juli hinein. Sie sehen hier kurzfristig mit Blick auf die nächsten 20 Tage, haben wir kurzfristig noch ein Stück weit abwärts Momentum, um dann hier bis zum 10. Juli einen Aufwärtsimpuls rein unter saisonalen Gesichtspunkten zu vollziehen. Rein unter saisonalen Gesichtspunkten. Das heißt nicht, dass das passieren muss, aber es könnte natürlich hier ein theoretischer Verlauf sein. Dazu gilt es aber, das Niveau von 10.940 Punkten zu verteidigen. Gelingt dies nicht, dann hat man hier sicherlich den Vorteil auf der Südseite. Ganz klar, DAX dahingehend weiterhin interessant, oberhalb von 10.940 Punkten. Wenn heute hier dahingehend ein Tageshoch vollzogen wird, oberhalb der 8-Uhr-Kerze, schrägstrich oberhalb der Eröffnungskerze hier von 9 Uhr, dann muss man sagen, oberhalb des Levels von 11.100 Punkten, das ist auch eine runde Hausmarke, spricht wieder einiges dafür, dass der Markt nach oben rausziehen kann. Wir schauen mal kurz auf das DAX-Bild hier in der 24-Stunden-Indikation direkt auf dem MetaTrader 4. Gehen wir in den 15-Minuten-Chart, machen das Bild ein Stück weit größer. Da sehen wir hier die Situation, dass wir mehr oder weniger mitten der Asia-Range sind. Hier auch nochmal der Support-Level um 10.940 Punkten. Das ist auch das Vorwochentief. Wir haben hier ein interessantes Level, das hier eben auch zum Wochenauftakt immer bestätigt wurde. Vorwochentief, Obacht geben. Wenn wir aber eben hier aus der Asia-Range rausfallen, also hier die 92 Punkte, die hier sozusagen im außerbörslichen asiatischen Handel vollzogen wurden. Wenn wir hier nach unten rauskippen, sind die Risiken doch durchaus gegeben, dass wir nochmal 10.940 testen und dann hier im Ausdehnungsfall das Level des Vormonatstiefs im Bereich 10.800 Punkten ansteuern. Bleibt das allerdings aus, Stabilisierung oberhalb 10.940 Punkten, hier ein Tageshoch über 11.000
100 Punkte, Schrägstrich 11.083 hier direkt mit der Live-Indikation ab 9 Uhr. Aber 11.100 Punkte wäre eben hier das Level, wenn es hier rüber geht. Resistance Punkt 1 anhand der heutigen Pivot-Punkt-Berechnung wäre hier ein weiterer Auftrieb denkbar. 11.297 würde sich hier als 67, Entschuldigung, würde sich hier anhand der Range ergeben. Das heißt hier 11.267 noch nicht mal ganz hier an den Widerstandsbereich ran. Aber jemand bedenke hier zwischen 11.350, 11.400 Punkten ist ein massiver Widerstandsbereich. Spätestens dort sollte der DAX, wenn er sich denn erholt, wieder nach unten abdrehen. Das wäre mal das präferierte Szenario. Auch hier im Tagesschart gleiche Bedingungen unverändert. Die blauen Tendenzpfeile bleiben jetzt mal hier im Bild. Ausbruch über 11.400 Punkte könnte Fantasie versprechen, sehe ich aber aktuell eher nicht. Doch die Märkte sind immer für Überraschung gut und das Griechenland-Thema wird sicherlich den einen oder anderen Impuls noch auslösen können, wenngleich es fast schon hier immer wieder ein tägliches Dilemma ist. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Letztlich hier Widerstandszone 11.350, 11.400 Punkte. Massiver Druck von oben, inklusive dieser Abwärtstrendlinien, die sich hier noch dazu gesellen. Also der DAX hier generell wohl weiter im Abtrieb. Achten Sie, und das bleibt dabei, hier auf das Level von 10.940 Punkten. Die Tiefs eben hier der jüngsten Zeit. Und da wird es eben insbesondere sehr, sehr spannend, was der DAX da macht. Gut, liebe Zuschauer, das soll es mal für die kurze DAX-Beschau gewesen sein. Wenn Sie hier noch einen Wunsch hegen, dann ruhig in dem Stream unter der Ankündigung der heutigen Sendung eintragen. Ansonsten gibt es sicherlich zur Mittagszeit oder spätestens am Nachmittag noch eine Sendung. Welches Underlaying, das wird sich noch ergeben. Wir schalten auf jeden Fall live on air. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen restlichen erfolgreichen Handelstag und natürlich reichlich Sonne. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.